Im Beratungsgespräch fragen uns die Patienten sehr oft, ob es wehtut, Implantate zu erhalten. In der Regel werden Implantate ambulant eingesetzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, unter Vollnarkose die Implantate zu erhalten. Und wenn man sie in einer ambulanten Sitzung erhält, wird es unter örtlicher Betäubung durchgeführt und trotzdem merkt der Patient nichts davon.